Ja, Freude herrscht für alle Technikfreaks, denn es gibt jetzt ein Video Batterien, wie man die zusammenstellt, wie man die selber baut, einzelne Zellen. Ja, herzlich willkommen von WOM Adventure. Und falls ihr auch so Zellen wollt, ich habe einen direkten Draht nach China und die sind relativ günstig. Ich habe für meine etwa 2000 bezahlt, das sind aber 16 Stück. Ich habe mehr Kapazität, also auch das BMS selber ist nicht so teuer. Also falls ihr da Interesse habt, dann schreibt mir, meldet euch einfach und ja, dann werde ich für euch das abwickeln. Direkt und ja, okay, dann viel Spaß und lassen wir los. Die Batterien hier kommen raus, die verkaufe ich und dann kommt ein bisschen weniger rein und andere Zellen. 100 Kilo werde ich damit leichter und das mache ich jetzt dann gleich. Da gehen meine 770 Ampere Zellen dahin, in eine feste Installation in einem Haus. Adieu! 2 oder 2,5 Jahre gute Dienste geleistet. Meine Batterien sind angekommen, meine Lithium ging fast 2 Monate von China. Aber die Pakete sehen gut auf und jetzt machen wir da mal auf. Ja, so sieht das aus. Hier ist das BMS. Ihr seht, JD heißt es, glaube ich. Da unten sind dann die Batterien. So, jetzt, das sind die Zellen. 4 Stück pro Schachtel, also 16 Stück. Das gibt insgesamt dann 560 Amperestunden bei 24 Volt. Die Hälfte ist mal ausgepackt. Und hier müsst ihr schauen, die Buschbars sind sogar aus Kupfer, tipptopp. Ich habe genügend bestellt und ja, packen wir noch den Rest aus. Ich habe jetzt mal alles schön zusammengelegt. Jetzt müssen wir erstmal überall die Spannung messen und auch kontrollieren, ob das wirklich der Pluspol ist. Könnte ja sein, dass einer da Klebefalsch hingemacht hat. Für das braucht man einfach einen Voltmeter. Ich habe jetzt da die erste gemessen und 3,25, macht nichts. Und hier dachte ich, das sei der Pluspol, dank dem Voltmeter, habe ich aber herausgefunden, das ist der Minuspol, braun da, also ist Minuspol. Das hier, leider nicht rot, ist der Pluspol. So, der nächste Schritt ist initialisieren oder balancieren, beziehungsweise, und da geht es darum, da verbindet man alle gleichen Pole miteinander. Das macht man am besten so. Und da geht es eigentlich darum, dass alle exakt gleich viel Kapazität haben. Das sind wie 16 Gefäße und die müssen bis auf den Milliliter ganz genau exakt gleich aufgefüllt werden. Und das macht man eben, indem man die parallel schaltet und dann anfängt zu laden. Jetzt sind mal alle Pole miteinander verbunden. Alle Plus miteinander, alle Minus miteinander. Und jetzt muss man sie noch mit den Schräubchen da anziehen. Leicht. Weiter geht's, sind alle verbunden und am Schluss natürlich fürs Ladegerät noch 2 Kabel anhängen. Jetzt prüfen wir aber, jetzt müssten da die Spannung auf 3,25 sein natürlich. Und da jetzt alle miteinander verbunden sind, alle Pole, ja, werden die jetzt geladen über dieses Labornetzteil, das wir jetzt anschließen. Für das brauchen wir natürlich Strom. Und woher haben wir den Strom? Den haben wir natürlich vom eigenen Camper leider draußen rum, weil ich habe dahinter keine Steckdose, noch nie gebraucht. Und jetzt, Labornetzteil ist angestellt. Jetzt seht ihr aber, die Spannung ist da noch rum. Ihr seht es nicht, aber sie ist auf 28. Deswegen habe ich das Minuskabel noch dran. Nicht dran, macht aber nichts, wäre nichts passiert, solange man das dann runterstellt. Also man stellt zuerst die Spannung ein,
auf 3,8 Volt. So, 3,8 Volt. Hier die Zellen haben 3,25. Und jetzt kann ich das Minuskabel anhängen. Anstellen, jetzt beginnt es anzuladen. Jetzt lädt man die Zellen, ja, das geht vermutlich 2 Tage, vermutlich, schätze ich mal, weil ich komme da mit knapp 10 Ampere rein. Ich habe extra dicke Kabel, hier ist noch eine Sicherung, falls da irgendwas passiert. Das sind ja, so ein Provisorium da, ich sehe jetzt, ich muss den noch ein bisschen höher machen und den klebe ich gleich noch ab. Sicher ist sicher, damit die nicht ans Riffelblech kommen. So, also jetzt lassen wir das laden und dann schauen wir später nach. Über Nacht stelle ich dann ab und morgen weiter, weil ich alles über Solar lade. So, die Batterie hinten in der Garage, jetzt bin ich ein bisschen gefahren. Und wir sind jetzt nach einem Tag bei 3,28 Volt angelangt von 3,25. Also das dauert vermutlich mehrere Tage mit 10 Ampere. Könnt euch vorstellen, bei, ja, was muss ich da laden? Ich schätze etwa 150 Amperestunden pro Zelle. Also das dauert ganz schön, aber ich habe ja Zeit. Nach einem weiteren Tag, wir sind immer noch nicht weitergekommen. Die Spannung ist bei, am Messgerät, bei 3,29, genau, habe ich vorher gemessen. Und jetzt geht meine Geduld zu Ende. Jetzt mache ich ein 24 Volt Paket und hänge das J-Key BMS hin, um die Spannung zu überwachen. Und dann kann ich ein bisschen schneller laden. Dann gucken wir mal, wie hoch der Drift ist. Und dann schauen wir weiter. Ich habe jetzt da schon mal die Kabelschuhe hingemacht. Ringösen. Das kommt ans BMS. Und jetzt machen wir aus diesem Block ein 24-Volt-System und dann schauen wir mal, wo die Zellspannung liegen. Weiter, jetzt habe ich die Zelle mal umgemodelt. Wir machen jetzt ein 24-Volt-System daraus. Für das verbinde ich immer 2 Zellen, Plus und Plus, Minus und Minus, mit diesen Polverbindern. Die sind bereits schon draufgelegt. Und wir fangen hier an. Hier ist Zelle 1 und das ist das Minus, das ist der Minuspol und das ist der Pluspol. Und jetzt verbinden wir den Pluspol mit der nächsten Zweierbank zum Minuspol. So hin. Dann dasselbe wieder bei der nächsten Reihe, immer so. Auf keinen Fall jetzt da drüben, sonst hat es einen Kurzschluss. Und dann diese Zelle. Ihr könnt ja auch kurz mal antippen. Dann hier wird so verbunden. Da muss ich jetzt kurz einen Abstand machen. So, genau. Moment. So, kleiner Abstand, weil das muss ich dann noch bohren, damit das dann... Das ist ja nur ein Provisorium. Ja. Ich lade sie jetzt ja mal nur. Also weiter, plus, minus. Es braucht im Ganzen 7 Polverbunder. Dann geht es hier weiter. Dann geht es hier weiter, immer plus, minus und der letzte. So, das gibt jetzt 24 Volt. Das messen wir auch nachher. Vermutlich haben wir jetzt noch keine Spannung, weil das Zeug lose drauf liegt. Jetzt mache ich aber noch die Kabel hin. Die sind hier. An jede Zelle 1, schön der Reihenfolge nach und dann komme ich gleich wieder. Also die Kabel sind jetzt mal alle provisorisch angehängt. Hier ist Zelle 1, diese 2, dieser Verbund. Dann sollten wir hier eine Spannung von 3 Volt haben, 3,2, was man sieht. Dann da 6, 9 plus minus, jetzt kommen wir dann auf 13, genau. Dann hier der nächste ist 16. 19,5, fast 20, dann 23 und hier etwa 26.
Das stimmt, jetzt prüfen wir aber das hier noch. Zwar die Balancer, oder? Der schwarze ist Minus, den habe ich hinten angehängt. Und dann komme ich hier auf gute 3,3, der erste. Der zweite 6,6, 9,9, 13, 16, 19, 23 und 26 und nochmal 26, weil die letzten zwei, einer ist die Plusversorgung, der andere ist für den Ballasterstrom. Also passt alles soweit, immer kontrollieren, weil sonst ist das BMS kaputt. So, jetzt Schrauben anziehen. Also da habe ich alles durchgemessen, schwarz ist ja Minus, dann 1, 2, 3 und so weiter, alles durchgemessen, diese letzten zwei zusammengeführt, B8 und Plus, dann eben hier noch angehängt und hier ist sie angeschrieben, B1, B1, B2 und so weiter, richtig eingesteckt, so, funktioniert aber nicht. Was ist das Problem hier? System ist jetzt angehängt, 24 Volt, beziehungsweise ich habe auf 27 Volt gestellt, muss jetzt natürlich aufpassen, dass keine Zelle davon rennt, weil ja die noch nicht ausbalanciert sind. Deswegen wollte ich das BMS anhängen, aber das hat noch nicht eingeschaltet. Hier stimmt alles, Minus habe ich drauf gegeben. Jetzt muss ich mal rausflindern, ob es da noch irgendwie einen Schalter gibt, der nicht dabei ist leider, oder was da das Problem ist, warum das nicht einschaltet. Angehängt ist alles richtig, bevor man natürlich einsteckt, hier wird alles kontrolliert. Ob das stimmt, das habe ich, ja, jetzt mal schauen. So, und dessen habe ich es rausgefunden, es braucht noch einen Taster, der ist leider nicht dabei, aber wenn man den nicht hat, kann man da kurz eine Brücke machen. Und zwar nicht dieser Schalter, der erste und die ersten zwei Kontakte einfach mit so einem Stift überbrücken. Und jetzt hört ihr es. Zack, jetzt ist es eingeschaltet. Jetzt bleibt es auch an. Und was es auch noch braucht, ist der B-, der muss dran sein. Den habe ich jetzt hier. Und jetzt läuft das. Und jetzt kann ich auch auf das Menü im Handy zugreifen. So, jetzt sind wir im Handy drin und jetzt seht ihr hier jede Zellspannung ganz unten und auch der Driftzellvoltdifferenz ist kaum etwas da, ist auch normal, weil es noch nicht voll ist. Erst gegen den Schluss fangen die an zu driften und jetzt lassen wir das so laufen. Bei 10 Ampere, dafür jetzt fast 26,7 Volt und das geht jetzt 8-mal schneller als vorher, weil die Spannung halt 8-mal höher ist und jetzt lassen wir das so laufen. Nach mehreren Tagen Laden ist es endlich soweit, dass die Batterien fast voll sind. Ich habe sie ja alle auf 24 Volt eingestellt. Sie sind noch nicht initialisiert, noch nicht ballastiert. Damit es schneller geht, habe ich das jetzt mal so gemacht und ihr seht, eine Zelle, die hat schon 3,5 Volt und ich habe jetzt den Strom, den Ladestrom ein bisschen zurückgenommen und jetzt fängt an, das Gerät zu balancieren, ihr seht hier. Und jetzt mal schauen, ob das so funktioniert und sonst alle wieder parallel schalten und bei 3,6 Volt laden. Ist mal ein Versuch wert, aber es, ja... Er bleibt jetzt gleich, aber ob das reicht, diese 2 Ampere, wir werden sehen. Ich lasse es jetzt mal und kontrolliere, habe immer ein Auge drauf, damit keine Zelle davon rennt. Gerade eine gute Gelegenheit zu testen, ob der Zell-OVP, der hier bei 3,6, sollte er das BMS abstellen. Und ich lade jetzt eine Zelle da, die blaue, die blinkt, die ist jetzt bei 3,58. Bei 3,6 sollte es raushauen. So, jetzt ist es dann gleich soweit. Wir sind dabei 3,5,99, 3,6.
Hier ist der Strom, da sollte jetzt dann gleich auf 0 gehen. 3602 hat noch nicht abgestellt. Jetzt! Ja, das klappt ja toll! Tolles BMS, absolut safe, nichts kann passieren. Der Strom hat abgestellt und bei 355 sollte er dann wieder einstellen. Also nichts passiert, super. So, immer noch ausgestellt, bei 355 sollte es eigentlich wieder einstellen. Also es hat wieder angestellt, ich musste aber am Ladegerät ein bisschen höhere Spannung geben, das lag am Ladegerät. Das Teil funktioniert tipptopp, es hat also eine Zählsicherheit, nichts kann passieren. Jetzt geht das ganze Spiel nochmal hoch und er schaltet es wieder ab. Natürlich kann man auch so balancieren oder initialisieren, aber ja, ist jetzt nicht optimal. Aber es passiert nichts. Also, jetzt da wir in der Entladephase sind, schalte ich die wieder alle parallel und dann initialisiere ich die. Man könnte es natürlich auch übers BMS machen, aber das dauert dann halt. Und ja, so ist es genauer. Also nochmal alles schnell abschrauben, das geht ja schnell. So, jetzt kann es losgehen mit Initialisieren, um sicher zu sein, ob ich nicht wieder Plus und Minus vertauscht habe. Mache ich hier nochmal einen Test. So, jawohl. Also ich habe das Minus an einer Seite des ganzen Blocks. Da gibt es eine Brücke rüber zur anderen Seite und das Plus hier angehängt. Dann muss der Strom gleichmäßig durch alle durch. Und jetzt kann ich das Ladegerät einschalten. Beziehungsweise muss zuerst die Spannung einstellen, genau. So, Ladegerät ist eingestellt, 3,6 Volt und jetzt kann ich den Pol anhängen, hier. Und ihr seht, und sofort fließt ein Strom. Jetzt lassen wir das so initialisieren, bis alle Zellen diese 3,6 Volt erreicht haben, bis der Ladestrom bei 1 Ampere zurückgeht und dann schalte ich ab. Gute 12 Stunden später sind sie endlich bei einer Spannung von 3,64. Ich habe jetzt ein bisschen den Strom zurückgestellt und ja, jetzt ist der Strom bei 1 Ampere und jetzt kann ich dann bald abstellen. Jetzt sind sie initialisiert, das heißt alle Zellen sind exakt genau ziemlich geladen und dann lässt man das noch so lange wie möglich stehen. Mindestens 24 Stunden, eher mehr, 48 oder eine Woche, ist egal. Dann sind die nachher perfekt ausbalanciert. Hab's über Nacht stehen lassen, jetzt ist die Spannung runtergesunken bis auf 3,49. Man lässt jetzt weiter das so zusammengebaut. Die Spannung sollte dann irgendwann bei 3,3 irgendwas sein und dann frühestens dann kann man es auseinandernehmen, aber je länger, je besser. Wobei dann die Balancer später auch der restliche kleine Differenz noch rausziehen aus den Batterien. 48 Stunden habe ich sie jetzt ruhen gelassen. Spannung ist immer noch bei 3,4. Jetzt baue ich sie aber ein. So, jetzt gilt es zuerst mal die Kabel konfektionieren. Und für das braucht es so Kabelschuhe, 50 Quadrat habe ich jetzt da. Da gibt es übrigens gute und schlechte Qualität. Das hier ist eine schlechte Qualität, man merkt schon am Gewicht an. Und das ist eine gute Qualität. Gute Qualität kostet meistens das Doppelte, hat auch etwa doppeltes Gewicht. So, für das braucht man so ein Teil. Eine Presszange und dann kann man das Ganze hier zusammenpressen. So sieht es dann nach dem Pressen aus, das ist extrem wichtig. Da müsst ihr dran reißen, das Ding muss halten. Das ist die wichtigste Verbindung, weil sonst wird es warm. Jetzt kommt noch ein Schrumpfschrauch darüber. Nimmt man einfach einen Heißluftföhn und nachher tut man den Schrumpfschlauch drüber und so sieht es dann, wenn es fertig ist, aus. So, ich bin am Einbauen und damit ich die Pole richtig
sehe, weil man sieht es da kaum, habe ich da noch ein Klebring gemacht, was Plus ist. Immer zwei parallel Plus und dann die anderen in Reihe. Und das gibt dann ein 24 Volt System mit Isolation dazwischen, weil die Isolation, diese blaue Folie, ist sehr hauchdünn und dahinter ist gleich ein Pol, damit es keinen Kurzschluss gibt, weil man ja fährt und das Ganze sich bewegt. Dann hier noch schön Abstand, so passen auch die Polverbinder auf beide Seiten hin, ihr werdet es dann sehen. So, jetzt habe ich alle mal 2 und 2 parallel zusammen gemacht. Seht, das macht man zuerst. Und jetzt bestimmt man, wo man das Minus haben will und wo das Plus. Ich will das Plus ganz da hinten in der Ecke. Und der Minuspol, den will ich hier. Weil da links sind dann die Abgänge. So, jetzt habe ich mal alle Pushbars draufgelegt. Da hinten ist 24 Volt Plus. Und wenn man dann da so der Reihe nach geht, so einmal rum in Serie, immer Plus, Minus. Und da kommt man, also so geht es so durch, da kommt man da wieder zurück. Und da ist der Minuspol. Das ist so gewollt, weil da drüben sind die Anschlüsse. Jetzt mache ich noch das BMS hin da. So, alle angehängt. Jetzt hier unbedingt nochmal kontrollieren. Vom schwarzen, der ist Minus. Und dann geht es auf 3, 6, 9 und so weiter. Das muss stimmen, habe ich kontrolliert. Stimmt, sonst ist das BMS nämlich kaputt. So, bin fast zu weit. Ich habe jetzt Kabel angeschlossen. Da hinten. Und das JT BMS auch da. Kabel muss ich noch büscheln, dann geht es zur Hauptsicherung. Hier noch mit Spannset das Ganze, damit das nicht wegfliegt. Jetzt kommt noch eins oben drüber. So, fertig. So sieht das dann aus. Eingeklemmt, rundherum Holz. Ja, funktioniert. Hat auch gut Spannung drauf da. Also, da kann nichts wegrutschen. Ja. Das Ganze läuft jetzt schon ein paar Tage. Und jetzt schauen wir, ich habe es da noch von oben geschützt. Hinten auch, man sieht es nicht gut. Aber es ist alles geschützt, es ist alles safe. Und was nach getaner Arbeit auch noch wichtig ist, macht einen Belastungstest. Lasst irgendwie ein paar 1000 Watt drüber laufen. Ich habe da irgendwie 3000 Watt sicher 15 Minuten laufen gelassen und dann habe ich alles kontrolliert. Erhitzt sich was irgendwo bei den Polverbindern, irgendwo bei den Hauptanschlüssen, bei der Sicherung, dass da die Kontakte alle gut sein müssen. Das muss man kontrollieren, weil das ist das Wichtigste. Die Brände, die da bei Campern passieren, kommen nicht, weil die Batterien plötzlich brennen. Die sind nicht brennbar. Jetzt die LiFePO 4, die LiPro, die sind brennbar. Und das ist meistens, weil irgendwo ein Kontakt nicht gut ist und das erhitzt sich. Oder ein Relais, ich habe da schon Dinge gesehen, das erhitzt sich und dann irgendwann fängt der Plastik an zu brennen und dann der ganze Camper. Ja, jetzt habt ihr gesehen, wie ich das gemacht habe. Es ist gar nicht so eine Hexerei. Es braucht ein paar Dinge natürlich, Kabel. Man kann die auch konfektionieren lassen und dann schicken die einem das direkt. Es kostet halt ein bisschen mehr, aber ja, mit diesem Video könnt ihr das eigentlich auch selber machen. Und sonst bei Fragen einfach melden, ich helfe gern. Okay, danke fürs Zuschauen. Ihr dürft es gerne verlinken, teilen, auch auf Facebook, wo auch immer. Ich bin froh. Und ja, Daumen hoch auch und tschüss.